In diesem Video zeigen wir dir die kritischsten Stellen von einem Swingout und vor allem, wie du einen super dynamischen und leichtgängigen Swingout tanzen kannst. Ding, ding! Der Swingout ist eines der zentralen Elemente im Lindy Hop, aber der ist nicht ganz ohne von der Technik her. Er wirkt super gut und dynamisch. Wupp, ra, ba, bam. Das sind aber 7 Punkte, die wir bedenken sollen, müssen und üben sollen, damit das Ganze super dynamisch und cool wirkt. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Swing Out Open to Open. Das heißt, wir starten in einer offenen Position und landen wieder in einer offenen Position, genauso wie der Swing Out, wie der Name schon sagt. Es gibt andere Varianten, aber damit das einfacher Ganze gehalten wird, das ist auch die meistverbreitete Version. Und nicht nur Open to Open, sondern auch rotierende Swing Out. Das heißt, der Follower hier rotiert oder dreht. Es gibt auch einen Straight Swing Out, wo der Follower gerade geht. Hier kümmern wir uns um den rotierenden Swingout. Noch ein kleiner Hinweis, es gibt viele Wege, einen Swingout zu tanzen. Das ist so eine Art Best-of, was wir so gesammelt haben, was wir gesehen haben, dass es nicht nur bei uns am besten funktioniert, sondern auch vor allem bei unseren Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen. Kritischer Punkt Nummer 1. Spannung schon vor dem Swingout erzeugt. Bevor wir uns mit dem Swingout beschäftigen, schauen wir uns mal an, was davor passiert. Denn Swingout braucht viel Spannung bzw. erzeugt viel Spannung. Wenn davor ein Element relativ locker getanzt wird, wie zum Beispiel ein Pass, und dann es ruft nach einem Rockstep, das wird schwierig, wie wir es beim Punkt 2 sehen werden. Das heißt, schauen wir, dass das Element davor bereits für eine Spannung sorgt, zum Beispiel ein Sugar Push, 3 und 4, 5 und 6, da ist es schon eine Spannung. Von da aus ist es deutlich leichter, Swingout zu tanzen. Punkt Nummer 2, den die meisten verpassen, ist, sie tanzen einen Rockstep auf 1, 2 und damit verlieren sie eine Möglichkeit, den Weg zurückzulegen. Prinzipiell ist es per se kein Fehler, einen Rockstep zu tanzen, nur man muss wissen, danach muss sich das irgendwie kompensieren und das könnte stressig werden. Das heißt konkret, wir wollen statt dem Rockstep idealerweise den Follower auf uns zuführen. Sprich, aus der Sicht des Followers sollten die Follower vorwärts gehen oder dann etwas später stilistischer mit den Swivels. Und Swivel, Swivel, und damit haben wir auf 1, 2 bereits so viel Weg zurückgelegt, der Rest ist dann deutlich einfacher. Das würde dann mit dem Punkt Nummer 1 und 2 zusammen heißen, zum Beispiel vorher ein Sugar Push für Spannung sorgen und Follower vorwärts führen und damit ist das Ganze schon die halbe Miete schon geschafft. Der kritische Punkt Nummer 3 ist, dass die Leader zu passiv sind, vor allem während 1-2. Sprich 1-2 und jetzt bin ich relativ passiv, jetzt muss der Follower um mich herum gehen und dadurch ist natürlich dieses Swing-Out-Feeling weniger Swing-Out, sondern mehr Streng-Out. Wie ich dem entgegenwirke, natürlich ist, dass ich eine aktive Körperposition und Bewegungsintention nach vorne kreieren. Dadurch entsteht so ein Effekt. Genau so steht das im Google. Musst du googeln. Oh, und 1, 2, 3 und 4. Dadurch entsteht ein Miteinander statt ich führe sie auf mich zu und ich bin statisch und warte, bis sie an mir vorbeigeht. Wir gehen aneinander vorbei. Und 1, 2, 3 und 4. Dadurch haben wir ein schönes Miteinander. Bevor wir zum nächsten Tipp kommen, dieses Video ist nur ein Teil von unserem ganzen Swingout-Guide in unserer Social Dancing Academy. Das heißt, wenn du mehr Details haben willst, nicht nur zum Swingout, sondern Lindy Hop und 7 anderen Tanzstilen, dann werde Member der Social Dancing Academy. Rabattcode ist unten in der Beschreibung. Ding! Der vierte Punkt, den viele verpassen, vor allem viele Anfänger, ist, dass sie den Swingout zu zirkular nehmen. Wir zeigen es jetzt gleich so vor, weil so wird man das besser nehmen. Das heißt zu rund und dann ist das Ganze nicht mehr so, wie vorhin gesagt. Das heißt, die Idee ist, dass ein Swingout ein lineares Element ist, sprich auf einer Linie passiert. Wir demonstrieren das gleich so. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Was bedeutet, dass wir sehr
eng hier aneinander vorbeigehen. Man sieht es hier, da ist kaum Raum oder Luft dazwischen. 3 und 4 und da gehen wir sehr eng aneinander vorbei. Und hier wieder, sehr eng geht die Conny an mir vorbei, damit wir möglichst auf eine Linie das Ganze schaffen. Dadurch geht der Follower die ganze Zeit auf eine Linie oder kann auf eine Linie gehen. Und er weicht ganz leicht aus und schaut, dass er viel mit dem Körper dann dreht. Das heißt, die bisherigen Punkte zusammen, wir schauen, dass wir vorher für eine Spannung sorgen, damit es für den Follower leichter ist, vorwärts zu gehen. Sie geht eben vorwärts, Punkt 2, er geht auf sie zu und wir schauen, dass wir auf eine Linie das Ganze tanzen. Das heißt, es wird eng und es ist gut so. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 5, ist, die Leader müssen mehr mit ihrem Oberkörper drehen und in die diagonale Position sich bewegen. Was bedeutet das? 1, 2, 3 und 4. Diese Position vom Leader, ich zeige es einmal so, so sieht man es wahrscheinlich besser, diese diagonale Position impliziert eine Drehung und ich zeige hier, da geht es in diese Richtung weiter und ich bestätige auch vor allem diese Linie. 5, 6, 7 und 8. Ich zeige es nochmal. 1, 2, 3 und 4. Statt frontal, weil dieses Frontale brauche ich schon, wenn ich linearen Swing-Out tanzen will, sprich straight Swing-Out, wo sie gerade geht. Nicht linear, sondern straight, sollte ich sagen. Also nochmal von dieser Position. 1, 2, 3 und 4. Ich bin nicht frontal zu Conny und sie nicht zu mir, sondern diagonal, weil das ist ein Prep, impliziert Drehung, Rotation des Körpers. Und das führt uns gleich zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 6, den viele Leader verpassen, das ist ein Klassiker. Und zwar 1, 2, 3 und 4. Jetzt, was ist jetzt passiert? Ich habe die ganze Spannung rausgenommen aus dem Swing-Out und aufgelöst. Warum? Weil ich dann auf den Follower zugegangen bin auf 4. Man muss sich vorstellen, Swing-Out beginnt mit Spannung, in der Mitte ist eine Spannung und am Ende ist, genau, richtig, Spannung. Das heißt, Swing-Out, interessant, ist voll mit Spannung, damit es kompensiert wird. Sprich, wir haben Spannung am Ende. Und 1, 2, wir haben Spannung idealerweise in der Mitte, weil jetzt so hat sie einen Grund, in diese Richtung gleich danach zu gehen. Und dann am Ende haben wir wieder eine Spannung. Das bedeutet, die Position des Leaders macht einen großen Unterschied, weil wer sorgt für Spannung? Wir beide, wenn einer davon quasi diese Spannung, wir erzeugen diese Spannung, wenn einer davon nachlässt, lässt der andere auch nach. Hilft nicht sehr viel. Speziell bei diesem kritischen Punkt auf 4. 1, 2, 3 und 4. Mit meinem linken Fuß schaue ich, dass ich weg vom Follower mich positioniere. Viele gehen hier 4 auf den Follower zu und jetzt lösen wir diese Spannung auf. Du wirst jetzt trotzdem bei vielen Profis sehen, dass sie das sehr wohl machen, den Fuß dort positionieren, aber du musst auch trotzdem schauen auf die Körperposition. Ich kann auf 4 auf sie zugehen, aber siehst du, wo meine Hüfte ist? Ich kreiere trotzdem hier Spannung. Das hier ist ein Problem, wenn die Spannung gelöst wird. Das heißt, ich zeige es nochmal, wie wir es brauchen, langsam. 1, 2, 3 und 4, weg von ihr. Und 5, 6, 7 und 8. Jetzt darf ich auch was sagen, weil jetzt kommen wir zum Follower bei Punkt 7. Und zwar geht es um die Körperposition auf 4, 6 und 8. Wow, zeigen Sie gleich vor. 1, 2, 3 und 4. Ich bin jetzt diagonal, genauso wie der Dado das schon für den Leader beschrieben hat. 5, 6, ich bin diagonal, das heißt wieder nicht in Bezug frontal, auf ihren Arm, sondern diagonal. Und auf 7 und 8 drehe ich jetzt auf die andere Seite, sprich auf links auf diagonal. Genau, das heißt, diese frontale Körperposition, wie wir es vorhin besprochen haben, hat ihre Funktionen, aber nicht dann, wenn wir drehen wollen. Wenn wir drehen wollen, brauchen wir eine diagonale Position und dann in die andere. Dadurch wirkt der Swing-Out viel, viel dynamischer und gekonter. Ja, wir zeigen es gleich vielleicht so vor und dann, nein, besser so. Oh. 1, 2, diagonal. Statt frontal, wupp, leicht angedreht. 5,
diagonal und wieder die 7 und 8 diagonal. Genau. Wir machen das jetzt einmal frontal, damit du den Unterschied siehst. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Es ist auch gut, es ist ein Plain Swing Out, aber das andere ist noch ein bisschen besser. Genau, es ist etwas statischer und es braucht mehr Power aus den Armen. Denn wenn du das einmal in dem normalen Swing Out einsetzt, dann kannst du das auch in einem Overturn Swing Out machen. Dann haben wir noch eine halbe Drehung mehr und es schaut wirklich cool aus. Der Bonustipp hat mit dem Tipp sowieso zu tun und das ist die letzte Position beim Swing Out. A, die Fußposition in der Schrittposition, anstatt dass die Füße nebeneinander sind, weil wie vorhin gesagt, das unterstützt auch unsere Linearität und die Spannung. Und B, die offene Körperposition statt eben geschlossene zueinander Körperposition. Generell wirkt das, wie man so sieht, das wirkt etwas zu und hier offen, genau, man merkt es gleich, es wirkt etwas offener, dynamischer, optisch ansprechender und funktionaler. Und wenn durch dieses Video dein Swingout jetzt wirklich swingt und du ein besseres Gefühl hast, dann gib uns ein Like bzw. gib dir selbst ein Like.